Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Ich spiele heute mal Hardcore Querschläger, CTF, auch Capture the Flag genannt. Und wir gehen gleich in die Lobby rein. Ich lade mal Outpost hoch und schauen wir mal, welches Spiel wir gleich betreten werden. So, baff, das sind wir schon. Hardcore Querschläger, Capture the Flag auf der wunderbaren Map Terminal. Sturmpaketobjekte verketten Abschlüsse, um den nächsten zu erreichen. Danke, Intel. So, denk mal, Terminal ist für jeden bekannt. Aus Modern Warfare 2 bekannt. Wir nehmen auf jeden Fall heute die Striker, die Scorpion, Splitter, Erschütterungsgranate, Fingerfertigkeit Pro, Hardliner und Stalker. Und wir gehen gleich los. Captured Flag, bla bla bla. So, das sind wir schon. Jetzt müssen wir erstmal hier den Raum sichern, schauen, ob das sich nichts befindet und wir gehen nach vorne. Wir schießen mal auf diese Ölfässer hier, weil wir müssen uns da hinten vielleicht auch mal verstecken und am besten zerstören wir mal die Ölfässer, das ist immer gut. So. Baff! Und die Ölfässer sind zerstört, nach unten durch die Rampe, nach vorne. So. Jetzt schauen wir mal, wo sich die Feinde vielleicht verstecken könnten oder auch nicht. Manchmal sind die auch hier und hier. Oh, so, jetzt erstmal hier. Oh, da war schon der Flaggenträger, aber ich wurde irgendwie abgelenkt, weil von hinten hat mich irgendwas angeschossen. So, die Predator-Raketen sind auch schon bereit. Jetzt folgen wir mal diesem wunderbaren Adolf. Oh, das darf ich ja gar nicht sagen. Den Adolf Vierer, oder wie der heißt. So. Ah, da sind die ganzen Feinde, da respawnen die. Oh. Keine Chance. Oh, eine feindliche Fahrzeugdrohne. Das ist natürlich perfekt, dass ich hier die Striker habe. Eine tolle Waffe, mit der ich Fahrzeugdrohnen auch ausschalten kann. Oh. Ja, irgendwie klappt das heute nicht so, aber das ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt gleich die Scorpion mit. Oh, der ist doch schon weg. Der ist schon weg. Das ist schade, dass er schon weg ist. So, gehen wir mal nach unten. Ja. Mein erster Kill. Wurde gar nicht angezeigt. So, was ist das hier? Das ist der Flaggenläufer. Und ich lieg auf dem Boden, aber das zeigt keine Wirkung. Er hat mich gesehen. Gott sei Dank wurde die Flagge zurückgebracht. Ich glaube, ich nehme lieber die Scorpion. Mit der ist deutlich besser zu schießen. Gegner habe ich ja im Visier, aber... Ja, da war ich ein bisschen zu spät. So, wir haben die Flagge, da ist der Flaggenträger, den müssen wir jetzt folgen. Das werden wir natürlich auch tun. Oh, wie ist denn das passiert? Stimmt, es gibt ja kein Intro bei Hardcore-Querschläger Capture the Flag. Da zeigt es auch nicht mal an, wenn ich jemanden getötet habe, nur unten links. So. Schöne Musik. Gut, die feindliche Flagge wurde zurückgebracht. So, jetzt schauen wir mal nach links. Waffe anlegen. Ah, ich hab's gewusst, dass da jemand ist, aber das hat keine. Das hat keinen Schaden verursacht. Ich war zu nah, zu weit weg. So, nochmal rein. Und neuer Versuch, neues Glück. So, ich glaube, ich gehe jetzt in das Flugzeug rein. Oh, doch nicht. Ja, den habe ich erwischt. Wunderbar. So, Flagge haben wir auch. Da schmeiße ich jetzt einfach mal eine Granate runter und vielleicht noch eine Flashbang, um den Gegner zu blenden. Oh, das Feuern wird nicht toleriert auf Feinden. Das war aber nicht gewollt. Ja, dann sage ich mal wieder ciao, bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Ich hoffe, das kleine Gameplay hat euch gefallen. Oh nein, stopp, stopp, stopp. Das Spiel dauert noch 43 Sekunden. Also das werden wir noch zu Ende zocken. Auf jeden Fall. So. Oh nein, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Warten auf Wiedereinstieg. Boom, da bin ich. Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht. So, süßes Skorpion ausgepackt. Oh Mann, wo kommen die alle her? Das gibt's doch gar nicht hier. Mann, 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 Mann.
So, das ist mein. Ja, 7 Sekunden dauert es noch. 6, 5, 4, 3, 2. Ob ich vielleicht da noch einen Kill erreiche, das wäre echt cool. Geh doch weg. Jo, das war's dann eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamestorm. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. See you later, Alligator. Ciao.